1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unsere Sendung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Immer eine freie Themennacht, eine freie Themenshow. Wenn ihr also gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann meldet euch hier bei uns unter der bekannten Telefonnummer oder unter unserer Mailadresse domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Tom und Tom ist 43 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Tom. Weswegen rufst du an? Ich habe also was ganz Böses gemacht, und zwar habe ich meine Freundin bestohlen und betrogen. Die Freundin bestohlen unter Drogen? Betrogen. Betrogen, geh mal ein bisschen näher an das Telefon, das klingt so irgendwie weit weg. Und also ich habe sie bestohlen und habe das Geld genommen, und das tut mir unendlich leid. Sie hat mich auch angezeigt, was ich auch richtig korrekt finde. Wie viel Geld hast du denn genommen? Das sind schon einige tausend Euro. Einige tausend Euro? Ja. Ja, unter Drogen? Welche Drogen hattest du genommen? Nee, keine Drogen. B-Drogen hatte ich gesagt. Achso, ist alles durcheinander. Ja, verstehe. Ja. Und ich werde einfach nicht damit fertig. Wir haben ein kleines Kind von 10 Monaten. Mhm. Und den kriege ich natürlich jetzt nicht mehr zu sehen. Sie hat mich auch angezeigt, weil ich völlig für korrekt halte. Habt ihr auch zusammen gewohnt? Ich habe da kurzzeitig gewohnt, also zu Besuch war ich öfters da bei dem Kleinen, und ich habe da öfters geschlafen. Und da tut mir wirklich alles so leid, ich weiß wirklich nicht mehr, wie es weitergehen soll. Weil also sie hat jetzt quasi dich vor die Tür gesetzt und hat auch die Beziehung beendet wegen dieser Geschichte. Warum hast du das Geld genommen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es selber nicht. Und zwar, sie vermutet, dass ich Verlustängste hätte, und weil ich habe schon so viele Leute verloren. Meine Zwillingsschwester ist gestorben, mein Vater ist überfahren worden, ist gestorben. Und ich wollte nur als guter Mann da stehen und sie nur unterstützen, nur mit den falschen Mitteln. Verstehe ich nicht. Und deshalb bestiehlst du sie? Ja, ich habe sie bestohlen, weil ich halt selbst auch nicht viel Geld habe. Und ich wollte das Geld ja nicht für mich. Ich habe ja keine Partys damit gefeiert. Also mehrere tausend Euro. Wo hast du erstmal nochmal gefragt, wie bist du an das Geld gekommen? Hatte sie das in der Wohnung rumliegen? Oder? Nein, ich habe das von ihrem Konto abgeholt. Ach, du hast es vom Konto geplündert, sozusagen. Plündert, ja. Und das tut mir auch schrecklich leid. Das heißt, du hast irgendwie die Unterschrift auch noch gefälscht? Oder? Nein, die PIN hatte ich. Also, wie viel denn genau? Sag doch mal eine konkrete Zahl. Ein paar Tausend hast du. Da kann ich noch nichts drüber sagen, weil ich das kriege ich erst von der ihrem Anwalt zugestellt, wie viel das ist. Du weißt doch selbst, wie viel du rausgenommen hast. Ja, ich schätze 3.000, 4.000 Euro. Achso, das war nicht ein einmaliger Akt, sondern du bist immer wieder hingegangen. Ja, ja. Was hast du denn mit dem Geld gemacht? Ach, da, mit dem Geld, das habe ich so mit in die Familie reingesteckt, aber ich weiß nicht, wo ich die überall reingetan habe. Ich habe da mal was bezahlt. Also du hast das nicht gezielt geholt, um für dich irgendwas zu kaufen? Nein. Ich habe mir da gar nichts von gekauft. Hm. Und für mich privat jetzt. Ich habe auch keine Fäden damit gefeiert oder sowas. Hm. Aber versuch das doch mal zu erklären. Du bist ein Mann von 43 Jahren. Da musst du doch irgendwie was auch bedacht haben bei der ganzen Sache. Du hast es ja nicht nur einmal gemacht, sondern mehrfach gemacht. Da musst du dich doch auch beobachtet haben und darüber dir die Frage gestellt haben, warum mache ich das jetzt, was tue ich hier? Das habe ich mich auch selber manchmal gefragt. Was kam denn dabei raus? Ich habe gemerkt, dass ich irgendwie einen Fehler mache, aber ich kam von dem Fehler nicht mehr zurück, und ich hatte Angst, mit ihr darüber zu reden, und dass sie mich dann verlässt. Und ich habe gedacht, vielleicht kommt es nicht raus. Ja, okay, aber du hast es dann ja nochmal und nochmal gemacht. Ja, das ist... Warum? Ich weiß es selbst nicht. Ich habe ihr jetzt auch versprochen, dass ich mich in Behandlung gebe. Ich weiß nicht, was mit mir los war, was mich da geritten hat. Ich weiß es wirklich nicht. Hast du früher irgendwelche kriminellen Dinger gedreht schon mal? Nein. Gar nichts? Nein. Ist sie dir dann auf die Schliche gekommen oder wie ist das aufgeflogen? Ja, sie ist mir auf die Schliche gekommen. Wir waren wohl weg, und dann hat sie wohl festgestellt, dass ich ihre Sparkassenkarte hatte.
Und dann hat sie mich direkt angezeigt. Ja. Und dann kam die Polizei, die haben mich dann mitgenommen. Da habe ich auch meine Aussage gemacht. Und ich stehe ja auch dazu. Wie? Na gut, das ist ja das Mindeste. Wie hat sie denn, oder anders gefragt, wie war eure Beziehung vorher? Wir hatten mehr eine freundschaftliche Beziehung. Ja. Obwohl ich sehr oft bei ihr auch übernachtet habe. Und du der Vater ihres Kindes bist. Ja, richtig. Ja. Wie lange seid ihr miteinander verbandelt schon? Moment, der Kleine ist 10 Monate. Naja, die 9 Monate vorher, 2004. Mhm. Mhm. 2004. Naja, ich frage das so, weil ich denke, wenn die sofort, sie so radikal reagiert, dich anzeigt und dich vor die Tür setzt, muss die ja auch schon grunderschüttert sein. Sonst würde man ja erstmal auch den Partner befragen und sagen, was ist denn hier los, und er versucht es mir zu erklären, und die hat ja dann wirklich radikal gehandelt, ne? Ja, richtig. Ich meine, das ist ja auch, finde ich auch korrekt, aber ich sag mir auch, jeder hat doch vielleicht auch nochmal eine zweite Chance verdient. Oder ist das nicht so? Das ist sicher so. Aber du machst es natürlich allen Leuten schwer, auch wenn du sagst, ich habe da immer wieder Geld vom Konto genommen und ich weiß überhaupt nicht warum, ich war nicht Herr meiner selbst. Das ist auch dann schon sehr schwer, damit umzugehen. Und das ist für sie wahrscheinlich grauselig, und für mich ist es jetzt auch, dass ich erstmal vor einem Fragezeichen stehe. Was ist da los? Ist da wirklich so eine schwere psychische Störung liegt davor, oder was oder versuchst du dich damit rauszureden? Ich weiß es nicht. Nein, ich versuche mich da nicht mit rauszureden. Ich weiß wirklich nicht, warum ich es gemacht habe. Wenn ich es wüsste, da könnte ich ja selbst darauf eingehen, aber ich weiß es nicht. Aber du kannst verstehen, dass jeder Außenstehende erstmal irritiert ist, ne? Ja, klar. Du gibst das Geld nicht für dich aus, du machst das immer wieder, du sagst, du weißt nicht warum, es war wie ein Sog oder wie eine kleine Sucht quasi, die da abgelaufen ist. Tom, wenn das wirklich so ist, wie du sagst, dass du vor dir selbst wie vor einem Rätsel stehst und das wirklich nicht weißt, was da los ist, dann begib dich mal ganz schnell in therapeutische Hände. Dann scheint es ja irgendwas sehr Tiefgreifendes zu sein. Glaubt sie es dir denn, dass du das nicht weißt? Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube es nicht. Das weiß ich selbst nicht. Ich habe schon wie oft gebettelt und gefleht, ob ich eine Chance kriege, weil ich liebe sie alle beide. Abgelegt. Das heißt, ihr habt noch Kontakt miteinander im Moment? Ja, klar. Ja, dann ist das doch ständig Thema, oder? Ja, klar. Klar ist das ein Thema. Sie sagt auch, warum hast du das gemacht? Ich sag dann immer, ich kann dir nicht sagen, warum ich es gemacht habe. Ich weiß es selbst. So, Tom, dann musst du was in die Waagschale werfen und musst ihr sagen, ich weiß es nicht. Und damit du mir das glaubst, begebe ich mich in ärztliche beziehungsweise psychologische Behandlung. Das ist das Einzige, was du, wie du das beweisen kannst, dass du da gehandelt hast, ohne es wirklich zu wissen, was du tust. Das habe ich ihr ja auch schon gesagt. Und? Aber ich habe sie auch schon mal gefragt, ob sie mir nicht, das ist ja jetzt ein bisschen lächerlich, finde sie das, ob sie mir nicht doch ein bisschen Unterstützung dabei geben könnte. Weil ich habe keinen, der mich da unterstützen könnte noch dazu. Und ja, das ist natürlich auch wirklich ein bisschen lächerlich. Das ist ein bisschen sehr jammerlappenmäßig, ne? Du plünderst das Konto von der Frau und dann bettelst du auch noch, hilf mir doch bitte, einen Psychologen zu finden. Das muss ich jetzt alleine schaffen. Das heißt, wir werden dir jetzt ein bisschen behilflich sein, was wir hier leisten können. Aber dann halt mal die Frau da raus. Ich glaube, du gewinnst da wieder ein bisschen Oberwasser und Respekt, wenn die merkt, okay, der nimmt das in die eigene Hand und vielleicht kommt irgendwann auch mal eine Erklärung raus bei der ganzen Sache. Ja? Ich biete dir jetzt ein Gespräch mit meiner Psychologin an. Die kann dir noch ein paar organisatorische Ratschläge geben, was du jetzt tun solltest, und dann nimmst du das mal in die Hand, okay? Okay, Domian. Simone heißt meine Psychologin, du legst auf und die Simone ruft dich an. Ja, okay, vielen Dank. Tom, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Schönen Abend auch. Dankeschön, tschüss. So. Weiter geht es mit der Jennifer. Jennifer ist 15 Jahre alt. Guten Morgen, Jennifer. Ja, guten Morgen. Hallo, Jennifer. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen, weil ich SVV habe. Das bedeutet selbstverletzendes Verhalten. Also, dass man sich selber halt Verletzungen zufügt. Ja, welche Verletzungen fügst du dir zu?
Also es ist unterschiedlich, also so Ritzen, dann halt brennen mit Zigaretten halt. Mit Ritzen? Was heißt das genau? Ritzen halt die Haut so aufschneiden. Mit was also, schneidest du sie auf? Alles was spitz ist, Schlüssel, Scheren, Stifte, aber... Ja. Und welche, an welche Stelle schlitzt du die Haut auf? An den Armen, an den Beinen oder? Ja, beides. Händen auch? Nee, an den Händen, da brenne ich dann Zigaretten. Also du nimmst eine brennende Zigarette und drückst sie auf die Haut deiner Hand aus? Genau. Das heißt, wenn ich mir jetzt so deine Arme und Hände angucke, gucken würde, das sieht nicht so schön aus im Moment, oder? Erstmal sind da ein paar Narben. Ja. Ja, und dann ist da halt auch wieder Neues drüber. Es kommt ja immer neu drüber. Wie oft kommt das vor? Wie oft machst du das? Oh, also 2 bis 3 Mal täglich bestimmt. 3 Mal täglich? Wie lange schon? So ungefähr 1 Jahr und 4 Monate oder so ungefähr. Das kannst du so genau sagen, 1 Jahr und 4 Monate? Wie guckst du? Ja, so, da war dann der erste Schnitt gewesen. Mhm. Der war zwar noch nicht ganz so tief, aber das habe ich mir halt dann gemerkt. Was war das für dich? Versuch mal mir zu erklären. Damals der erste Schnitt und auch heute noch die Schnitte. Was du empfindest in dem Moment, wo du das tust? Oh Gott, der erste Schnitt, das war einfach Neugier. Mhm. Habe ich eigentlich gar nicht so richtig drüber nachgedacht gehabt. War das dann ein schönes Gefühl, als du dich geschnitten hast? Ja, also ich hatte das Gefühl, etwas geschafft zu haben, richtig. Mhm. Auch erlöst zu sein für einen Moment. Also war da vorher so eine Spannung? Na, also da hat sich ziemlich viel Druck aufgebaut in den Jahren davor schon. Ja. Und den konnte ich dann halt für so einen Moment einfach weg. Ja. Ich erahne, was du meinst. Und das ist jetzt bis heute immer wieder so. Nee, also heute, da ist das dann mehr so, dass ich das dann mache, weil ich ohne gar nicht mehr leben kann, sozusagen, weil ich dann anfange, am ganzen Körper zu zittern und... Mhm. Empfindest du denn, so normalerweise, ich würde jetzt denken, wenn ich das bei mir machen würde, würde mir das wahnsinnig wehtun. Eine Zigarette auszudrücken oder einen kleinen Schnitt in den Arm zu machen, mir würde es wehtun. Tut es dir auch weh? Also im ersten Moment nicht, aber später, so eine Stunde später oder so, kommt dann langsam mal der Schmerz. Mhm. Dann so denkst du wieder, ja scheiße, was hast du denn da schon wieder gemacht? Aber es ist immer noch so, dass es für eine paar Sekunden so eine kleine Erleichterung ist, um einen Druck loszuwerden. Nee, es sind ja nicht ein paar Sekunden, es sind dann ja auch schon Minuten, so 10 Minuten oder so. Oder so, ja. Mhm. Ja. Nun hast du gerade gesagt, da hat sich im Laufe der Jahre vorher eine ganze Menge Druck aufgebaut. Ja, genau. Was ist das für ein Druck? Woher kommt der? Die Schule, das war nicht ganz so gut. Also meine Noten waren super. Mhm. Ich war auch immer mit einer der Besten. Mhm. Nur halt die anderen Leute in der Klasse und im ganzen Jahrgang und so, die haben dann einen immer gedisst deswegen. Mhm. Also geärgert und dann Drogen gemacht. Mhm. Und das ging halt über die Jahre. Und das ging dann irgendwann nicht mehr. Mhm. Und das hat sich dann da aufgebaut. Meine Lehrerin hat dann Wind davon gekriegt. Weil ich halt nicht mehr so konzentriert und so war. Mhm. Und das hat meiner Mama gemeldet. Und die hat mich dann in die Psychiatrie geschickt. Mhm. Da war ich dann auch 5 Monate. 5 Monate? Ja, 5 Monate. Stationär, also fest? Nee. Nee, das war, da ging man morgens hin und dann nachmittags wieder nach Hause. Und wie fandest du das? Scheiße. Was haben die denn mit dir da gemacht? Ja, also ich bin da zur Schule gegangen. Ach so. Und dann da Hausaufgaben gemacht und so. Ja. Ja, und dann eigentlich auch wieder nach Hause. Ach, da gab es keine Gespräche mit Psychiatern, mit Ärzten, mit Psychologen? Schon. Ja, aber recht wenig halt. Und dann halt immer nur meine Eltern mit den Leuten da. Ja, also du würdest jetzt eigentlich so sagen, hat dir nicht viel gebracht, die Zeit. Hat mir gar nichts gebracht. Hm. Wussten die denn da auch schon, dass du ritzt? Oder hast du das geheim gehalten? Ich habe ja da erst angefangen. Ach, du hast in der Psychiatrie angefangen damit? Ja, weil ich habe da jemanden kennengelernt, eine Freundin, die ging mit mir auf eine Schule da, in eine Klasse, mit der habe ich mich total gut verstanden. Ja.
Und die hat das auch gemacht, hat mir dann davon erzählt und so habe ich angefangen. Ah ja. Und hast es da aber dann auch nie thematisiert und nie den Ärzten gesagt? Nee, wollte ich auch nicht. Wissen das heute? Wissen deine Eltern das, dass du das machst? Meine Eltern wissen, dass ich das mal gemacht habe. Weil die müssen es doch auch sehen, ne? wenn die dich mal mit nackten Unterarmen sehen. Ja, das tun die nicht. Also ich laufe immer mit langen Sachen rum oder jetzt im Sommer halt mit Armstulpen oder... Naja. Denken die Eltern, dass alles wieder so in Ordnung ist? Genau. Ja. Wie ist es denn in der Schule jetzt im Moment? Wie ist die Situation für dich dort? Ja, genauso wie früher. Also es hat sich überhaupt nichts verändert. Hast du für dich so das Gefühl, dass es dir, weil der Druck jetzt schon über so eine lange Zeit läuft, dass es dir schlechter geht, eigentlich so seelisch? Ja, glaube ich schon ein bisschen. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? Ist das ein tolles Verhältnis? Ja, eigentlich recht gut. Also wir verstehen uns total gut, aber über Schule und so reden wir auch, aber dann halt nur über die Noten und nicht so über Kontakte und so. Ja. Hast du es denn schon mal versucht, auch über die anderen Sachen mit deinen Eltern zu reden? Ja, ich habe das mal so angedeutet und da, meine Schwester war halt dabei und die ist erst 9 Jahre alt und da ist das halt dann nicht so gut. Und meine Mutter meinte dann auch so, ja, in der Schule, du schreibst gute Noten, da gibt's doch nichts und ja. Also du hast das Gefühl, die nehmen das auch gar nicht so ernst, die Sorgen, die du da hast in der Schule. Nee, ich glaube, die haben auch selbst genug Sorgen, weil mein Papa, der muss immer lange arbeiten, meine Mama muss sich um meine Schwester kümmern und... Also es gibt nur eine Schwester? Also ihr seid zu zweit, ihr beiden? Genau. Ja. Ist denn sonst, wenn ich das mal so ganz offen fragen darf, irgendwas in deiner Vergangenheit vielleicht noch passiert, was du sehr, sehr schlimm findest, woran du dich nicht gerne erinnerst und das auch wegdrückst, wenn die Erinnerungen so kommen? Nein, eigentlich gar nicht. Also bis zur 6. Klasse war mein Leben eigentlich super schön. Und dann hat das halt angefangen mit der Schule und so. Ja, und dann hat sich alles schlagartig geändert, weil ich habe dann mit keinem mehr geredet und so. Also gar nichts mehr. Und dann ging das halt so weiter. Also ich glaube, Jennifer, das ist, was du da machst, ist ein Hilfeschrei deiner Seele, deiner Psyche. Und ein Signal, dass da richtig was nicht in Ordnung ist. Weißt du ja eigentlich auch selbst. Naja. Du fühlst dich unwohl. Wenn du glücklich wärst, wenn du dich wohlfühlen würdest, würdest du das nicht machen. Und immer wenn man sowas hat, egal ob man da jünger ist wie du oder ob man da älter ist, muss man eigentlich was unternehmen. Nun hast du schon einmal eine schlechte Erfahrung gemacht da in der Psychiatrie. Oder die Erfahrung, das hat ja nicht viel gebracht. Immerhin rufst du mich jetzt an. Das finde ich schon mal toll und darüber freue ich mich. Ich kann dir nur so sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung und auch aus der Erfahrung hier aus der Sendung, dass man, wenn man sowas hat, schon einen vertrauten Menschen suchen sollte in der Umgebung, der einem zuhört. In deinem Alter ist es wichtig, jemand, der vielleicht ein bisschen älter ist. Und mit dem dann, der dich auch ernst nimmt. Und mit dem dann gemeinsam zu überlegen, was man tun sollte. Und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Das muss nicht gleich in die Psychiatrie sein. Du könntest zum Beispiel auch zu einem netten Psychologen einmal in die Woche eine Stunde oder so gehen. Und einfach mal reden. Reden ist ja auch immer schon gut. Hilft ja auch schon eine ganze Menge. Gibt es denn jemanden in deinem Umfeld, vielleicht einen Lehrer oder eine Lehrerin, zu der du großes Vertrauen hast? Nee. Niemand? Also die Lehrer erstmal gar nicht. Ja. Meine Familie möchte ich da eigentlich auch raushalten, weil das weiß also keiner, auch nicht meine Großeltern oder sonst wer. Sonst gibt es keine vertraute, sehr vertraute Person. Na, mein Freund, aber mit dem möchte ich da nicht drüber reden. Ja, also ist das ja schon eine schwierige Situation, in der du dich da befindest. Es belastet dich etwas und du kannst mit niemandem drüber sprechen. Und du möchtest niemanden damit belästigen, so habe ich das auch verstanden jetzt. Stimmt auch. Ja. Also ich finde ja schon, wenn das Verhältnis gut ist zu deinen Eltern, dass du da nochmal einen Versuch unternehmen solltest. Vielleicht wird deine Mutter... Zu wem hast du einen besseren Draht? Zu deiner Mutter oder zum Papa? Ja, zu meiner Mama. Vielleicht wird sie aus allen Wolken fallen.
versuch es doch mal. Ich meine, was kann es, schaden kann es ja nichts, dass du mit ihr alleine mal sprichst, wenn keine Schwester dabei ist, wenn ihr beide ganz alleine seid. Dass du ihr nochmal so richtig sagst, wo dir der Schuh drückt und das ja ausführlich erzählst. Aber dann denkt sie doch wieder, sie hätte versagt. Das möchte ich nicht. Nein, ich glaube, sie wäre viel trauriger, wenn sie nach vielleicht irgendwann später erfährt, dass du nie was gesagt hast. Denn zum guten Verhältnis zwischen Mutter und Tochter gehört, dass man offen redet. Ich glaube nicht, dass sie denkt, sie hat versagt. Sie hat vielleicht denkt sie, okay, das war nicht der richtige Weg. Dann suchen wir jetzt einen neuen Weg, um zu helfen. Ich finde, du solltest dann nicht so sehr rücksichtsvoll sein. Das erwartet deine Mutter auch nicht. Deine Mutter erwartet, dass du offen bist zu ihr. Und die wird wahrscheinlich hochglücklich sein, wenn die merkt, dass du ihr Vertrauen schenkst und ihr alles sagst. Okay. Mach dir mal nicht so den Kopf von deiner Mama. Ich glaube, Ehrlichkeit ist immer das Allerbeste. Und zu einem guten Verhältnis, egal ob das zwischen Freunden ist oder eben auch zu Eltern und Kindern, gehört einfach Offenheit und Ehrlichkeit. Also diesen Weg würde ich auf jeden Fall gehen. Darüber hinaus möchte ich aber auch noch, dass du ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst, die dir vielleicht auch noch ein paar andere Tipps geben kann. Ja, vielleicht, wenn du den Weg mit deiner Mutter nicht gehen möchtest, was du alleine noch unternehmen könntest. Okay? Ja, und dann wollte ich noch mal fragen, ob da vielleicht sich beim Radio oder so ein paar Leute melden können, die das vielleicht auch haben, dass man sich da so drüber austauschen kann vielleicht. Ja, okay. Also dann in deinem Alter wahrscheinlich so, ne? Das ist mir eigentlich ganz egal. Ja, vielleicht so. Also Jennifer ist 15 Jahre alt, wenn das vielleicht so Leute zwischen 15 und 20 sind oder ein bisschen älter, die halt auch ritzen und diese Probleme haben. Die können sich gerne bei uns melden, dann stellen wir den Kontakt zu dir her und dann könnt ihr vielleicht mal ein bisschen quatschen so untereinander. Das hilft ja auch schon mal. Ne? Dankeschön. Jennifer, jetzt legst du auf und die Simone, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Okay. Alles Liebe und alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle Hinweis auf morgen. Morgen ist wieder Thementag bei uns. Und morgen heißt unser Thema Gegenstände in meinem Körper. Jetzt werdet ihr im ersten Moment sagen, was ist denn das für ein Thema? Gegenstände in meinem Körper. Aber das ist ein umfassendes Thema. Ich möchte gerne mit euch sprechen über, was es alles so gibt. Über vielleicht nach einer Operation vergessene OP-Bestecke in eurem Körper. Oder wenn ihr Opfer eines Verbrechens geworden seid und habt eine Kugel in eurem Körper oder habt mal ein Messer in eurem Körper verspürt oder ihr habt einen Herzschrittmacher. Es gibt ja im medizinischen Bereich auch ganz viele Dinge, die im Körper sind, aber ein Gegenstand eben sind, einen Gegenstand darstellen im Körper. Oder auch es gibt ja die verrücktesten Sachen, die man verschlucken kann, schlimme Sachen auch, die man verschlucken kann. Was habt ihr vielleicht schon mal verschluckt und deshalb unter Umständen schon in Lebensgefahr geschwebt. Man weiß es nicht. Oder im gesamten Bereich der Sexualität gibt es das natürlich auch, Gegenstände in meinem Körper. Das ist unser Thema morgen. Wenn ihr mir von solchen Vorkommnissen, die ja alle eher ungewöhnlich sind, aus dem medizinischen Bereich oder aus dem Bereich eines Verbrechens, so etwas erzählen wollt, dann meldet euch per Mail bei mir oder ruft morgen ab 0 Uhr an oder während der Sendung 1 Uhr, zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Gegenstände in meinem Körper, unser Thema morgen. Jetzt bin ich verbunden mit Christian und Christian ist 22 Jahre alt. Christian, hallo. Hallo. Hallo Christian. Wie geht's? Dankeschön, das frage ich dich jetzt. Was ist dein Thema? Also mein Thema ist, dass ich seit jetzt im Sommer 4 Jahre schon keinen Kontakt mehr mit meinem Sohn habe. Mhm. Ja. 4 Jahre schon? Ja. Bist du früh Papa geworden? Ja, sehr früh. Ja. Und wie kommt das, dass du keinen Kontakt zu deinem Sohnemann hast? Ja, ist alles ganz blöd gelaufen mit meiner Ex-Freundin. Sie ist mir fremdgegangen und hat dann auf unser Sohn geschworen, dass da nichts war. Ja, und ich bin halt da ausgerastet und hab sie geschlagen. War da der Sohn schon da? Ja, der war da schon da. Mhm. Ja. Hast du sie einmal geschlagen? Ja, ja. Und dann haben die Eltern mich auch direkt angezeigt von ihr. Mhm. Ja, und dann bin ich auch halt für den Knast gegangen. Oh, dann ist es aber auch sehr schlimm gewesen, oder? Ja, relativ. Ich hab, klar, ist auf jeden Fall schlimm, da kann man nichts entschuldigen und so. Aber ich hatte noch eine Bewährungsstrafe vorher. Ah ja. Ja, und die haben die halt mit... Ja. Also da einbezogen, ne?
Was hast du denn gemacht mit ihr? Also ich hab ihr mit der Faust einmal ins Gesicht geschlagen. War sie verletzt? Ja, sie hatte ein bisschen dick am Auge. Und danach ist die ganze Sache ins Rollen gekommen? Ja, und seit diesem Tag an habe ich auch nichts mehr mit ihr zu tun und habe auch meinen Sohn und Mann nicht mehr gesehen. Hast du denn versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen, nachdem du dann aus dem Gefängnis wieder rausgekommen bist? Ja, also das heißt, ich habe ihr eine SMS geschrieben, dass ich jetzt wieder draußen bin. Und ja, ich habe auch alles versucht, also eingeklagt über, mit meinem Anwalt eingeklagt über Gericht und so. Ja, aber die sagt, die denkt, dass ich mich nicht ändern kann. Also was sagt denn, nicht ändern. Was sagt denn dein Anwalt? Also gibt es keine Rechtsgrundlage, dass du dein Kind ab und zu zumindest sehen kannst? Doch, also wir haben das erst so gemacht, dass also die Richterin hat zu uns gesagt, dass wir zu einer Beratungsstelle gehen sollen hier in Viersen. Und das so versuchen, dass wir uns erstmal einig werden. Ja. Aber ich möchte das nicht. Du möchtest das nicht? Nee, sie. Sie möchte das nicht? Nee. Also das heißt Beratungsstelle, dass quasi du dahin gehst und sie dahin gehst in Anwesenheit eines anderen Menschen, dass da ein Kompromiss gefunden wird. Genau, so, genau. Und das möchte sie nicht. Genau. Weiß dann das Gericht oder die Richterin, von der du gerade gesprochen hast, weiß die das, dass deine Partnerin, Ex-Partnerin das nicht will? Ja, ich denke mal ja, jetzt an. Da wird auch jetzt in den nächsten 2 Monaten wieder zur Verhandlung kommen. Und ich hoffe echt, dass alles gut wird jetzt. Also ein übles, langwieriges Verfahren ist da. Hast du denn alleine nochmal die Gelegenheit gehabt zu sprechen mit der Ex-Partnerin? Also das ist einmal, bevor ich in den Knast gegangen bin, da habe ich einfach mal eine SMS zu ihr hingeschrieben. Und sie hat auch zurückgeschrieben. Ja, und dann haben wir halt, ich weiß nicht, 100 SMS oder so geschrieben, innerhalb von 2 Stunden. Ja. Ja, und die sagt, sie wird ja gerne, aber die Eltern von ihr. Ja. Weißt du, Christian, ich finde, da geht's um so viel, das sollte man nicht über SMS regeln. Ja, ich habe ja auch gesagt, komm, lass doch mal treffen. Finde ich schon, weil ich meine, es geht ja nicht, du willst ja, so wie ich das verstanden habe, nicht mit ihr wieder neuen Kontakt aufbauen. Es geht dir um das Kind. Ja, klar, ich weiß ja, dass es zwischen uns vorbei ist. Ich will nur einfach mal endlich leer und mal wiedersehen. Ja. Insofern wäre es natürlich ganz, 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 ganz großartig, wenn sie da einen Schritt auf dich zukommen könnte. Vielleicht müsstest du ihr dann aber auch noch mal ein bisschen mehr entgegenkommen, indem du deine Ernsthaftigkeit noch mal unter Beweis stellst. Ja. Wenn sie natürlich das Gespräch verweigert, ist das schon sehr schwierig, das ist mir schon klar. Aber ja, klar. Hast du das dann wirklich versucht, noch mal mit ihr alleine mal an einen Tisch zu setzen? Darf ich doch gar nicht. Darfst du gar nicht? Weil ich nur eins, weil ich Verfügung hatte. Ah ja. Das ist ja dritt, ja. Also jetzt liegt das beim Anwalt und der Anwalt muss es muss jetzt irgendwie gerichtlich geklärt werden. Ja. Das heißt, hier sind, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die Hände gebunden. Du kannst gar nicht viel machen. Ich weiß auch echt nicht mehr, was ich machen soll. Ich kann einfach nicht mehr. Ich habe alles verloren, echt alles. Ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Familie, zu meiner Mutter, nicht zu meinem niemanden. Und ich wünsche mir einfach mal, dass ich meinen Sohn wieder sehe, weil der ist echt mein Ein und Alles, auch wenn ich ihn 4 Jahre nicht gesehen habe. Ja. Jetzt im Sommer 4 Jahre. Ja. Gott, 4 Jahre ist natürlich eine wahnsinnige Zeit, ne? Du wirst jetzt am 14. April ist er 5 geworden. Was machst denn du im Moment beruflich? Ja, gar nichts. Ist nicht einfach. Jetzt, wo ich aus dem Knast gekommen bin, wollte ich eigentlich meinen Abschluss nachmachen. Aber hier in Viersen haben die mich irgendwie verarscht. Weil die meinten, ich habe im Knast einen Brief bekommen, dass ich angenommen worden bin in der Schule, ne? So, und dann sollte ich mich melden, wenn ich entlassen worden bin. Ja, und dann habe ich da angerufen und sagte zu mir, nö, stimmt doch gar nicht und so. Ich sag, ich habe da doch alles schriftlich, aber, ne. Also alles läuft irgendwie nicht gut. Ja. Wie lange warst du jetzt im Knast? 14 Monate. 14 Monate, lange ja, Zeit, Heinsberg, ne? Ja, sehr lange Zeit. Da ist jetzt schwer einen Rat zu geben, Christian, wenn du sagst, du kannst nichts machen und das geht jetzt vor Gericht, das Ganze. Ich finde das extrem bedauerlich.
Weil ich jetzt, ich denke gar nicht in erster Linie an dich, sondern ich denke an deinen Sohn. Ja, weil natürlich. Ich finde, dass der Sohn ein Recht darauf hat, seinen Papa zu kennen und auch mit dem eine Beziehung aufzubauen. Ja, und wenn die Frauen das unterbinden, ist das eine erbärmliche Angelegenheit. Ja. Auch wenn die zu Recht großen Zorn auf dich hat, was du gemacht hast. Ja, natürlich, das verstehe ich auch. Ja, ich kann nichts entschuldigen, was ich gemacht habe. Außerdem hast du eine Strafe jetzt auch dafür bekommen und man sollte dann auch einem jungen Karl wie dir eine Chance geben, sich auch sich zu verändern und die Fehler einzusehen. Natürlich. Ich denke auch mal, das wird mir auch wieder einen Halt geben. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass das zuständige Gericht das genauso sieht und dir das Recht zuspricht, dass du den Jungen ab und zu mal sehen kannst. Juristisch kann ich hier sowieso keine Ratschläge geben. Ja, und was das Restliche anbelangt, hast du ja schon gesagt, du kannst gar nichts machen, dir sind die Hände gebunden. Ja, das ist das Problem auch. Das ist halt, weil die Eltern von ihr, ne, die haben so viel Kohle und da waren so viele Kleinigkeiten. Meine Familie durfte nicht bei der Taufe bei sein. Nichts, gar nichts. Also du fühlst dich ja richtig untergebuttert. Ich kann auch nicht mehr, echt nicht. Naja, du musst hier kämpfen. Ja. Ich kann nicht mehr, ist kein Satz, den will ich gar nicht hören von einem 22-Jährigen. Jetzt musst du kämpfen. Du musst jetzt um deinen Sohn kämpfen. Ja, damit du hinterher, irgendwann wird dein Sohn groß sein. Und irgendwann musst du dem sagen können, ich habe das und das und das damals gemacht. Ja. Und du musst alles gemacht haben, was möglich ist. Nicht, dass der sagt, ja, warum hast du denn das nicht auch noch gemacht, um mich an mich ranzukommen. Ja, und ich soll halt auch einen Drogentest jetzt machen, ne? Ja, aber ich muss ja auch noch alles selber bezahlen. Ich habe ja kein Geld dafür. Aber du nimmst keine Drogen im Moment. Nee, ich nehme jetzt keine Drogen mehr. Jetzt schon seitdem ich, ja gut, ich gebe zu, im Knast, klar, na, Langeweile und so, ne, klar, da habe ich im Abend zu meinen geraucht, einen Heinz. Du hast sowieso nur eine Chance, Christian, das macht dir klar. Wenn du dich jetzt absolut korrekt verhältst, wenn du jetzt irgendwas Schräges drehst, irgendwas, und sei es, wenn du auch nur... Das heißt nur, wenn du irgendwelche Drogen nimmst, kannst du diesen Kampf vergessen. Ich weiß, und deswegen nehme ich auch keine Drogen mehr, weil mir, Leon ist mir wichtig, so. aber Svenja, die versteht das nicht. Die denkt immer noch, ich bin der Christian, der vor 4 Jahren oder 5 Jahren war. Okay, aber die soll bin es ich auch nicht mehr. Okay, die soll es auch gar nicht verstehen. Das Gericht soll das verstehen. Ja, klar. Ne? Das Gericht soll sehen, dass du es ernst meinst, dass du einen neuen Lebensabschnitt begonnen hast. Keine Drogen, dass du dich um Arbeit bemühst, dass du nicht auf die schiefe Bahn kommst und so weiter. Nur so kann es gehen, Christian. Da appelliere ich jetzt an dich. Das musst du durchhalten. Da musst du jetzt zäh sein und das durchziehen. Ja, das stimmt. Da hat mein Onkel auch zu mir gesagt. Aber hier in Süchteln, ich wohne in Süchteln, das ist Kreis Viersen, ne? Und ich habe mich auch extra von den ganzen Leuten hier distanziert. So, und weil ich da keinen Bock mehr drauf habe, weil hier so halt eine kriminelle Stadt ist. Okay, das ist ja schon mal ein Schritt. Und das wird man, ich sag dir, über kurz oder lang wird man das auch anerkennen. Ja, ich hoffe es. Ja. So, dein Onkel hat es dir gesagt, und ich kann dir auch nicht mehr sagen. In diesem Sinne musst du jetzt handeln und vor allen Dingen auch auf die Zähne beißen. Wenn das nicht sofort klappt, dann klappt es beim nächsten Anlauf. Ja, ich hoffe es. Lieber Christian, toll. Ich drücke dir wirklich die Daumen. Ich gönn's dir von Herzen, dass du deinen Sohn siehst. Ich bedanke mich. Alles Gute. Und ich sag dir, du bist ein cooler Typ, wa? Dankeschön. Tschüss, Christian. Alles klar. Bis dann. Ciao. Julia ist hier. Julia ist 14 Jahre erst alt. Hallo, Julia. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja. Zu so später Stunde. Ja, ich wollte mal was von mir erzählen. Ja, mach mal. Ja, also ich habe vor 4 Wochen eigentlich was Prägendes für mein Leben gesagt bekommen, und zwar, dass ich einen Tumor an der Hypophyse, also an der Gehirnanhangsdrüse habe, von 4 Millimeter. Und, das hat man dir vor 4 Wochen gesagt? Ja. Sprich, ein Arzt oder deine Eltern? Ein Arzt. Also ich bin wegen Sehstörung ins Krankenhaus gekommen und wegen Schwindel und jeden Tag Kopfschmerzen. Also mein Arzt hat mich dahin überwiesen für ein MRT. Was ist das? Das ist eine Magnetresonanzfeld. Also da
Das ist so ähnlich wie ein CT. Also wie eine Computertomographie, wo das genauso untersucht wird. Genau. Ja. Mhm. Und dabei wurde das dann festgestellt. Mhm. Und dann hat mir der Arzt erst noch Hoffnungen so gemacht, dass die eigentlich nichts Schlimmes gefunden hatten. Mhm. Aber um auszuschließen, einen Tumor von einer Zyste, müssten wir es nochmal machen. Mhm. Und dann bin ich halt wieder reingekommen nach den zweiten Aufnahmen. Und dann hat er gesagt, ja, ist nichts dran zu machen, das ist ein Tumor. Mhm. Hat er gleich dann gesagt. Ja, und hat dabei perverserweise auch noch mich angelächelt. Mhm. Und ja, also in dem Moment ist für mich irgendwo was zusammengebrochen. Verständlicherweise. Wäre mir auch so gegangen. Warst du denn, waren wenigstens deine Eltern dabei oder warst du alleine? Meine Eltern waren dabei. Die waren dabei. Ja. Wie haben die denn darauf reagiert? Also, ich denke, meine Mutter wollte es nicht wirklich glauben. Mhm. Und mein Vater war wie immer sachlich und dezent zurückhaltend. Mhm. Und dir hat es wahrscheinlich die Sprache verschlagen? Ja, also kann man so sagen. Also ich habe es eigentlich nicht so sofort wahrgenommen. Ja. Ich bin erst, wo ich nach Hause kam und meinem Bruder das gesagt habe, da sind mir die Tränen gekommen, bin ich in mein Zimmer gerannt und habe geweint. Mhm. So, jetzt sind 4 Wochen vergangen. Ja, jetzt sind 4 Wochen vergangen. In 4 Wochen kann man ja schon eine ganze Menge machen. Wenn man fähige Ärzte findet, sagt man so. Also die ganze Sache hat ja sowieso schon vor einem Jahr angefangen. Also ich bin seit einem Jahr nicht mehr in der Schule. Mhm, mhm. Und aufgrund der Beschwernisse, die du hattest. Ja, und die Ärzte wollten mich erst in eine Psychiatrie stecken, weil das doch alles psychosomatisch wäre. Mhm. Aber nun weiß man, woran es gelegen hat. Ja, also. Aber sag mir mal, ich hoffe, dass man dir das zumindest oder euch zumindest erklärt hat. Was ist das für eine Tumorart? Wie kann man die behandeln? Kann man da operieren? Kann man da Chemotherapie machen? Bestrahlungen? Was kann getan werden? Ja, also man versucht das, weil die Hypophyse ist für die Hormone im Körper zuständig. Mhm. Versucht das dann erstmal mit Medikamenten, aber dazu müssen erstmal Hormontests gemacht werden. Mhm. Die ich auch sämtliche alle im Essener Klinikum gemacht habe, aber dadurch, dass die am Streiken sind, musste ich bei jedem Ergebnis 3 Wochen warten und ich habe auch Milchfluss aus den Brüsten, wie eine Schwangere. Mhm. Und das ist halt ein Zeichen dafür, dass die Hormone erhöht sind und Cortison erhöht. Und also das heißt im Klartext für mich, dass im Moment gar nicht klar ist, was nun, wie es nun weitergeht oder was nun getan wird. Ist das so? Momentan ist überhaupt nichts klar, weil die Ärzte im Essener Klinikum haben zu mir gesagt und zu meiner Mutter, dass sie nur Endokrinologen sind und dass sie nicht uns weiterhelfen können. Wir können gerne in 5 Monaten wiederkommen und dann machen sie wieder neue Tests, aber sonst haben die mit uns nichts zu tun. Das heißt, ihr müsst im Prinzip irgendwo anders hin? Zu einem Spezialisten, der sich genau mit dieser Art von Tumor im Gehirn auskennt. Genau, dafür brauchen wir halt einen Neurologen oder einen speziellen Endokrinologen, also Neurologen. Das heißt, es gab noch keinen Arzt, der mal eine Aussage gemacht hat nach dem Motto, das kriegen wir schon wieder hin, du bist noch sehr jung, das können wir behandeln, du brauchst dir keine Sorgen machen. Also mir hat jeder Arzt eigentlich ziemlich gesagt, ich sollte mir Sorgen machen, weil es ist eine Erwachsenenkrankheit, deswegen sollte ich auch in keine Kinderklinik gehen. Ja. Weil da würde dann nur gefuscht werden, weil 14-Jährige würden sowas eigentlich nicht bekommen. Ah ja. Also, jetzt habe ich daraus gehört, was du gesagt hast, dass der wichtigste Schritt ist jetzt eine Recherche zu machen, wo, du wohnst offensichtlich in Nordrhein-Westfalen. Ja. Wo in eurem größeren Umfeld in Nordrhein-Westfalen eine Klinik ist, ein Spezialist, der sich mit so etwas auskennt. Ja, richtig. Das ist der nächste wichtige Schritt, und sich da untersuchen zu lassen und dann über die entsprechenden Behandlungen nachzudenken. Ja, richtig. Ich muss das gleich nochmal fragen, habe ich das gerade richtig verstanden, dass vor 4 Wochen das diagnostiziert wurde oder vor 4 Monaten? Vor 4 Wochen. Vor 4 Wochen, das ist dann noch eine neue Diagnose. So, ob wir dir da in dem Rahmen ein bisschen helfen können, überlegen wir gleich nochmal. Mhm. Ich würde dich jetzt gerne nochmal fragen, du bist 14 Jahre alt, das ist ja wirklich irre jung noch. Ja.
das haut einen doch komplett aus den Schuhen, ne? So eine Diagnose. Ja, ich habe so ziemlich das Gefühl, ich lebe momentan so in Trance. Also ich nehme zwar alles wahr, aber es ist so wie so ein schlechter Albtraum, wo man einfach nicht mehr wach wird. Ist es so, dass du Angst vor, dass du auch so Gedanken machst, was ist, wenn ich jetzt sterben muss, und dass du Angst davor hast? Ich habe eigentlich keine Angst davor, deswegen zu sterben. Ich habe Angst davor, deswegen blind zu werden oder ähnliche Sachen, weil es sind Konsequenzen, die, wenn man mich nicht schnellstmöglich behandelt wird und das auf den Sehnerv übergreift, kann es sein, dass mein Körper mich selbst blind macht, oder wenn ich eine OP machen müsste, dann kann es passieren, dass ich Behinderungen davon trage, wie halt blind, taub, dass eine Gesichtshälfte hängt, dass ich nicht mehr laufen kann, nicht mehr sprechen kann, also sämtliche Behinderungen. Mhm. Also alles Schlimme, was man sich nur vorstellen kann, könnte da unter Umständen passieren. Ja. Mhm. Hast du, abgesehen von deiner Familie, Menschen, mit denen du auch drüber sprechen kannst? Ja, ich wurde aufgrund der Schule zum Jugendpsychiater geschickt. Mhm. Der hat aber klar gesagt, dass er dass ich ziemlich reif für mein Alter wäre, und dass er meint, dass so aussieht, als ob ich gut damit klarkomme. Muss ich auch selbst sagen, ich komme ebenso wirklich gut damit klar. Aber so über meine Ängste und so, über die Art, wie ich damit umgehe, spreche ich halt mit ihm. Mhm. Und er hat gesagt, aber dass es halt wichtig wäre, jetzt das alles erstmal abzuklären. Hm. Aber er ist Psychiater, er ist Arzt. Das heißt, er kennt sich auch gut aus, sollte er zumindest. Kann er euch denn nicht helfen, eine gute Fachklinik für deinen Fall zu finden? Nein, weil alleine Hypophysenadenome, diese Tumore halt an der Hypophyse sind so selten, dass es eigentlich 90% Fuscher gibt und 10%, die es wirklich können. So, jetzt sage ich wieder was ich immer wieder hier mal sage und oftmals, wie ich dann im Nachhinein höre, auch mit Erfolg. Wir haben viele, viele Zuschauer, die in Sachen Medizin sich sehr gut auskennen. Mhm. Wir haben sehr viele Zuschauer überall in den Kliniken, die Nachtschicht haben und die einfach uns zugucken. Mhm. Jetzt hast du schon mehrfach gesagt, es ist ein Tumor an der Hypophyse. Ja. Ne? So, jetzt müssten eigentlich diejenigen, die Ahnung haben, denen müssten jetzt schon ein Licht aufgehen. Genau für diese Tumorform suchst du eine Fachklinik, einen Spezialisten. Ja, also einen Endokrinologen oder einen Neurologen. So. Also Neurochirurgen. Ein Neurochirurgen, genau. Ich bitte euch jetzt sehr, wenn ihr eine seriöse Information habt, bitte mailt sie uns. Bitte mailt an domian@wdr.de. Wir werden diese Informationen dann an die Julia weitergeben. Und die Julia kann das dann gemeinsam mit ihren Eltern, vielleicht auch mit dem Psychiater, noch überlegen, was sie dann macht. Aber bitte mailt uns eine Information. Denn das kann ja nicht so angehen. Ich bin eigentlich auch etwas entsetzt darüber, dass man dir da nicht hilft, dass man dir nicht irgendwie einen Weg weist, wohin du gehen sollst und dich mit dieser schweren Erkrankung quasi alleine lässt. Ja, es fühlt sich praktisch niemand für mich zuständig, das ist auch, wie Sie gesagt haben. Also wir fühlen uns nicht zuständig. Mhm. Und so mäßig sehen sie mal zu. Also, aber weißt du, mich empört es schon. Auch wenn jemand nicht zuständig ist, verdammt normal, dann setzt man sich hin und blättert und liest in den Fachzeitschriften und guckt rum, wer ist dafür zuständig und hilft so einem jungen Mädel wie dir. Ja, der Arzt, dem wir das gesagt haben, hat gesagt, dass sie keine Zeit dafür haben, dass es noch 1000 andere Patienten gibt. Mhm. Und so mäßig, wir sollten nicht so egoistisch sein, wir sollten auch an andere denken. Ah ja. Und also es ist auch so, dass die Sprechstundenhilfe von meinem Psychiater, deren Tochter, hatte das auch. Mhm. Zwar 4 Jahre später als ich. Und die hat uns halt einen Professor genannt. Mhm. Der mir aber nur weiterhelfen könnte, wenn ich operiert werden sollte, wo aber auch die Frage ist, ob er das machen würde und weil man das bei ihm ganz privat bezahlen muss. Mhm. Und also eine Geldfrage auch dann wieder. Ja, es kommt dann halt wieder hinaus. Ich bin entsetzt, was ich da höre. Ich bin auch entsetzt über die Aussage eines Arztes, der zu dir sagt, du sollst nicht so egoistisch sein und
da sind doch noch andere Betroffene. Das darf ein Arzt nicht sagen. Punkt aus. Ja. Wenn ein junges Mädchen einen Tumor im Gehirn hat, ist das eine verdammt ernstzunehmende Sache und da muss man sich drum kümmern. Und ja. Wenn man dann streiken gehen will, dann unterbricht man halt den Streik mal eine Stunde und kümmert sich um die Patientin. Mich ärgert es sehr, was ich gerade höre. Deshalb nochmal die Bitte an meine Zuschauer, wenn ihr eine Hilfe habt, eine Adresse, einen Ansprechpartner, einen Professor, eine Klinik, der für, sagst du nochmal genau den Tumor, wie das heißt? Hypophysenadenom heißt so. Dann bitte uns mailen und wir schicken es dann weiter an dich, an Julia. Mhm. Ich drücke uns die Daumen, vor allen Dingen dir, dass wir eine gute Information kriegen und hoffe, dass wir dir vielleicht weiterhelfen können, Julia. Ja, danke sehr. Alles Liebe und alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Steffi ist hier. Steffi ist 25 Jahre. Guten Morgen, Steffi. Hallo. Steffi, was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich behaupte oder glaube, sexsüchtig zu sein. Oh. Behauptest oder du glaubst es? Ja, eigentlich bin ich da ziemlich fest von überzeugt. Was bringt dich auf die Idee? Warum? Ja, dass ich einen ziemlich großen Männerverschleiß in meinem Leben schon hatte. Nämlich? Wie viele? Ja, also wie viele es in meinem Leben waren, kann ich echt nicht mehr zählen. Ach komm. Ungefähr? Nein, weiß ich wirklich nicht. Also ungefähr mit wie viel Männern du geschlafen hast? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Hast du dich nie mal in einer stillen Stunde beim Gläschen Tee hingesetzt und hast mal so durchgezählt? Nein, ich kriege ich nicht mehr hin. Also das ist ja, ich bin 25, ich habe vor 10 Jahren angefangen ungefähr. Ja? Okay, dann lassen wir mal ein bisschen, kannst du sagen, wie viel im letzten Jahr? Im letzten Jahr weiß ich das auch nicht mehr so genau. Jetzt werd ich aber sehr, sehr nachdenklich. Ja, also... Dann sagen wir mal im letzten Monat. Das waren im letzten Monat so in etwa 15. Aber ich meine, das ist jetzt auf Frühlingsanfang. Ah, du meinst also, da könnte es ein bisschen mehr sein als sonst. Ja. Ja, das ist natürlich schon eine ganze Menge, wenn in einem Monat 15 und du überhaupt nicht mehr zurückverfolgen kannst in all den Jahren, wie viel es insgesamt waren, wo du erst 25 Jahre alt bist. Ja. Ist das schon ziemlich heftig, würde ich auch so sagen. Ja, glaube ich auch. Gab es denn mal eine Beziehung, eine längere Beziehung? Ja, ich hatte 2 längere Beziehungen, nur die sind dann natürlich daran kaputt gegangen, dass ich die regelmäßig betrogen habe. Und irgendwann haben sie es natürlich mitbekommen. Ja, wie lange dauerten denn die Beziehungen? Die eine, die ging 6 Monate und die andere, da habe ich es ein ganzes Jahr geschafft zu verheimlichen und zu vertuschen. Mhm. Und währenddessen liefen dann immer noch andere Geschichten auch? Ja, nicht so viele wie jetzt, wo ich Single bin, aber doch... Lief. Ja. Wo rekrutierst du die Männer? Sind das immer neue Männer? Teilweise neue, teilweise alte, schon abgelegte, wieder aufgewärmte, also es kommt drauf an. Also teilweise kennt man ja einige schon, die man dann eben, auch wo man weiß, die kann man anrufen, wenn jetzt halt Not am Mann ist. Und ansonsten arbeite ich in der Gastronomie und das ist auch sehr leicht dann entsprechend. Ja. Ich meine, wenn man das so durchrechnet, 15 im letzten Monat, ist ja jeden zweiten Tag ein neuer Kerl oder ein neuer alter Kerl. Ja, also das kann auch mal sein, dass da 2 auf einmal sind. Ach, das kann auch schon mal sein. Ja. Mhm. Mhm. Und befriedigst du dich selbst auch zwischendurch selbst noch? Ja. Das auch noch? Ja. Ich habe auch mal, weil ich versucht habe, diesen ganzen Männerverschleiß aus dem Weg zu gehen, habe ich auch mal... versucht es nur mit Selbstbefriedigung, aber das hat es nicht gebracht irgendwie. Also ich habe auch mal so ein, ich weiß nicht, ob du diese Schmetterlinge kennst, diese Dinger, die man so anziehen kann, wie ein Flip tragen kann, den habe ich zum Beispiel auf der Arbeit dann auch angelassen. Ja, was machen die mit einer Frau? Ja, die stimulieren den Kitzler. Während man... Ja, du hast so eine kleine Fernbedienung dabei und also eigentlich ist das so ein Partnerspiel. Und nee, dann ich hast bin du so eine kleine Fernbedienung dabei und... ganz unbescholten, kenne ich nicht. Also die Dinger sind im Slip eingenäht? Nein, die sind wie so eine Art Slip, also die gehen dann wie so ein String, kann man die anziehen, ja. Und dann sitzt diese kleine Plastikfigur im Prinzip vorne auf dem Kitzler auf. Das ist ja spaßig und du hast dann eine Fernbedienung in der Hand, eine Funkfernbedienung. Naja, die hatte ich dann so unter meiner Kellnerschürze und dann habe ich die halt, wenn ich gemerkt habe, dann habe ich die halt benutzt. Das heißt, während du da vielleicht die Bestellungen sehr freundlich entgegengenommen hast, noch ein Schnitzel und 5 Bier und 2 Korn hast du auf deinen kleinen Knopf gedrückt und es dir gut gehen lassen. Richtig. Hat nichts genutzt.
Ja, hat insoweit was genutzt, dass ich dann bis Feierabendende durchgehalten habe und wenn dann irgendeiner, der übrig geblieben ist vor der Kneipe, dann doch irgendwie dran glauben Ja, aber musste. Das ist mir auch klar, wenn du dich da 4 Stunden stimulierst mit deiner Fernbedienung, dass du dann so rattig bist, dass du irgendwas machen musst. Das könnte sein. Ja, also nein, das ist auch völlig klar. Oder schafft diese Fernbedienung, diese Apparatur dich dann auch, während du die Fritten herumgetragen hast, zu einem Orgasmus zu bringen? Ja, soweit das nicht kommen zu lassen. Also das wäre ein bisschen hart geworden, glaube ich. Ja, aber dann ist es doch... Also es gab aber auch schon Tage, wenn jetzt halt nicht so viel los war, dann bin ich auf Toilette gegangen und habe dann halt zugeschaut, dass ich dann schon irgendwie fertig wurde. Das geht seit 10 Jahren. Ungefähr. Also als ich angefangen habe, damit war das noch nicht so schlimm da. Man lacht da im ersten Moment so drüber und das ist dann ein lustiges Thema. Aber wie du mir das jetzt schilderst, finde ich das nicht mehr lustig. Ja, also bis jetzt finde ich alles noch ganz spaßig, aber so allmählich komme ich in ein Alter, wo ich halt dann doch schon mal gerne eine längere Beziehung hätte und das funktioniert halt einfach nicht. Wie lang bist du einem Mann maximal mal treu geblieben gewesen? Lass mich überlegen. 2 Tage? 3 Tage? Nein, das ging dann schon ein paar Wochen. Also, aber wie gesagt, nur Wochen. Also so 4 bis 6 Wochen. Ist das denn dann so, dass du so eine Gier nach anderen Männern hast? Oder würde... Ja, weil dann habe ich ja von dem schon oft genug gehört, dass ich toll bin und dass ich geil bin. Und dann möchte ich natürlich, dass wir davon anderen hören. Ach so, es ist auch so eine Bestätigungssache. Es ist nicht nur die reine Sexlust, sondern auch so eine Psychonummer, dass du eine Bestätigung brauchst. Ja, also irgendwie so beides, glaube ich. Also so beides zusammen. Also, ja, aber das Körperliche... Also ich habe unheimlich gern Sex. Ich habe auch nicht nur mit Männern Sex, ich habe auch mit Frauen Sex. Also Sex an sich finde ich ganz tolle Sache. Ach, das auch noch. Aber, ja. Das heißt, also, du hast ein doppeltes Angebot. Ja. Mit wie vielen Frauen hast du schon mal... Mit Frauen, das fing erst so vor einem Jahr an. Ja. Da kam das zufällig auf irgendeiner volltrunkenen Party dazu, dass ich dann halt mit einer Arbeitskollegin rumgeknutscht habe und dann sind wir da halt auch ein bisschen weitergegangen. Macht dir das denn genauso viel Spaß wie mit einem Mann oder ist das nur fast so eine Not? Das macht auch genauso viel Spaß, ja. Und also der Verschleiß an Frauen ist noch nicht so groß wie an Männern. Aufgrund dessen, dass du es erst später entdeckt hast. Ja, ich habe es halt erst später entdeckt und ich habe also... ich habe halt früher nicht besonders viel von Dildos gehalten und habe halt ja anstatt halt ein Dildo oder einen Vibrator zu nehmen, halt lieber einen Mann genommen. Und mittlerweile weiß ich halt, also habe ich zum Beispiel durch diese erste Frau halt entdeckt, dass das auch mit einem Vibrator eben ganz gut funktionieren kann und daher ja dann auch meine Idee mit der Selbstbefriedigung und um der ganzen Sache ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ah ja, verstehe. Ja, aber irgendwie kommst du nicht zu Potte mit all deinen Ideen. Nee, nicht so ganz. Also ich finde das immer sehr schwierig zu sagen, wann ist etwas pathologisch, also wann ist etwas krankhaft oder wann ist es einfach irgendwie auch nur noch verrückt. Ich meine, du bist 25 Jahre alt, da kann man auch sagen, okay, das ist noch eine kräftige Austobphase. Da kann man auch mitnehmen, was man braucht und richtig zulangen. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass wenn man das in einem Übermaß praktiziert, dass es schon so etwas wie Sexsucht gibt. Und wenn man dieser Sucht sehr nachgeht, dass man irgendwann keine Fähigkeit mehr hat, sich auf Menschen einzulassen, weil sich alles nur noch um Sex dreht. Und dann wird's bedenklich, finde ich. Dann ist es wirklich eine Abhängigkeit, die dein ganzes Leben irgendwann mal sehr beeinflussen wird und sicher nicht zum Guten beeinflussen wird. Dann ist es die Frage, aber das ist jetzt sehr schwer zu sagen. Ich finde, jeder sollte das für sich so beobachten, wenn man selbst das Gefühl hat, dass es irgendwie, ich fühle mich da nicht mehr wohl bei, ich bin so ein Getriebener meiner selbst, dann muss man was unternehmen. Ja, also wie gesagt, momentan ist das ja alles noch ganz witzig, aber ich merke halt, dass es mich in manchen Situationen schon anfängt zu nerven. Oder wenn ich dann halt manchmal morgens irgendwo wach werde, wo ich eigentlich irgendwie wieder gar nicht wach werden wollte, dass es mich dann in dem Moment anfängt anzukotzen. Und früher fand ich das halt total cool und geil und habe mir dann als erstes eine Kippe angemacht und bin erstmal raus, ne? Schön... Wie ist es denn bei all diesen vielen, vielen, vielen Sexualpartnern mit dem Thema Schutz?
Schützt du dich? Also ich bin ja nicht lebensmüde. Ja, ja, gut, bei Fragen kann man ja. Man hört die verrücktesten Sachen. Also Schutz ist auf jeden Fall angesagt, Kondome ist ein Muss. Ja, auf jeden Fall auch. Also nee, das wäre jetzt nichts. Also ja gut, jetzt bei Frauen halt nicht, aber bei Männern halt schon. Hast du mal mit anderen Frauen drüber gesprochen? Über diese Sexsucht? Ja. Ja, bis auf die Arbeitskollegin, mit der ich da was hatte, nicht. Also, weil alle anderen Frauen nicht mehr sonderlich gut auf mich zu sprechen sind. Also zumindest auf der Arbeit, weil da bin ich jetzt mittlerweile schon alle durch. Und der Ruf ist ruiniert. Ja, aber ist der Ruf erst richtig ruiniert, lebt es sich recht ungeniert. So sagt man, ja. Genau so sagt man. Also Steffi, wie gesagt, ich meine, immerhin hast du jetzt hier angerufen und das thematisiert. Das ist ja schon für mich ein Zeichen, dass das so ganz normal empfindest du es nicht mehr, als ganz normal. Nein, als witzig und spaßig schon noch, aber irgendwie nicht mehr ganz normal. Weil eben, wie gesagt, auch die Umwelt so negativ darauf reagiert. Naja, lassen wir mal die Umwelt raus. Es geht jetzt um dich in erster Linie. Es geht darum, dass man aufpassen muss, dass nicht irgendetwas in dir degeneriert, sage ich jetzt mal, was nur schwerlich wieder in eine Bahn zu führen ist. Nicht, dass du irgendwann ich habe in meinem Bekanntenkreis jemanden, der macht das, der ist jetzt 38, der macht das auch seit er 15 ist. Und, hast du die Telefonnummer von dem? nein, das ist ein schlimmes, das ist für mich so immer so ein trauriges Beispiel, weil, nein, wirklich, weil er komplett beziehungsunfähig geworden ist und mittlerweile wirklich wie Hund darunter leidet, dass das so ist. Ja. Und die Sexualität auch immer mehr gesteigert werden muss, um eine Befriedigung zu kriegen. Weißt du, du gibst dich ja gar nicht mehr zufrieden mit dem üblichen Spiel. Das ist mir halt auch aufgefallen. Das wird halt immer mehr heftiger. Wie gesagt, das hat halt dieses Jahr erst angefangen, dass ich halt wirklich mit mehreren Männern gleichzeitig und Frau und Mann und überhaupt, also. Lass uns so verbleiben. Das musst du für dich im Auge behalten. Wenn du wirklich glaubst, das ist es, lese gerade hier, sind ganz viele E-Mails für dich, Julia. Die werden wir mal nicht. Für Julia mit dem Gehirntumor gerade. Das finde ich toll. Freue ich mich sehr und vielen Dank an euch und wir werden das natürlich weiterleiten. Ja, wenn mir jemand eine E-Mail schicken möchte, ne? Na, glaube ich, ist vielleicht gar nicht so klug, das zu machen. Nein, kurz gesagt nochmal, wenn du das für dich das Gefühl hast, dass du zu sehr drunter leidest, hol dir Hilfe. Geh zu einem Sexualtherapeuten. Aha. Kann nichts schaden, auf jeden Fall mal hingehen, ein paar Stunden Gespräch führen und dann weitersehen, wie es läuft. Okay. Steffi, alles Liebe, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. So, danke für die Mails bezüglich Julia, das freut mich sehr. An dieser Stelle nochmal Hinweis für morgen. Morgen heißt unser Thema Gegenstände in meinem Körper. Das können sein vergessene Sachen nach einer Operation. Das kann eine Kugel nach einem Angriff sein, ein Messer, das kann Herzschrittmacher sein, es können irgendwelche verschluckten Sachen sein, was auch immer. Gegenstände.